Moin Leute, hier ist wieder euer Dudi von Der Ausleger und heute möchte ich euch ein bisschen was über das Medusa Rig erzählen, vor allem über die Vorteile, was es kann, was es euch bietet am Wasser und ja. Prinzipiell das Medusa Rig, wir haben das in drei verschiedenen Größen, man kann es hier sehen, einmal mit etwa 30 Gramm, 5 Gramm und 15 Gramm. Und das Besondere an dieser Pose oder an dieser U-Pose ist im Prinzip, dass es gleichzeitig auch der Köder ist. Ja? Also das Medusa Rig wird bestückt mit Clips, die man hier sieht. Und da kann man dann alle möglichen Alternativköder draufklatschen, ob das jetzt Würmer sind, Kalamari, Blutegel oder Fischfetzen. Und es bietet einfach den Vorteil, dass ich damit sehr flexibel bin. Ich kann sehr gute Montagen auch fürs Stillgewässer präsentieren. Für kleine Fließgewässer, für Bäche, gerade auch sehr kleine, unauffällige Montagen bauen. Und es ist einfach die perfekte Möglichkeit für mich persönlich, legal und einfach in Deutschland zu fischen. Und jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Rigs und dann bauen wir die mal gemeinsam. Also prinzipiell habe ich euch so ein paar Sachen schon mal vorgebaut und so wie ich sie fische, also so ein Medusa Rig bietet euch natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Das macht es auch so spannend. Ich zeige euch einfach mal so ein paar Möglichkeiten, die ihr fischen könnt. Wir können ja mal anfangen von links nach rechts, sage ich mal. Da haben wir verschiedene Montagen. Hier zum Beispiel haben wir das große Klassik. Damit hat auch alles begonnen, mehr oder weniger. Das ist eine klassische Montage für mich persönlich, die ich jetzt zum Beispiel im Fluss einsetzen würde. Ja? Also ein Doppelhaksystem mit unserem flexiblen Schlauch. Man sieht es hier. Den Posenkörper kann ich auch nochmal vollhauen und gleich verbinden mit dem Schlauch. Ganz einfaches System. Das Schöne ist am Medusa zum Beispiel, ihr könnt das vorwärts und rückwärts drehen. Und je nachdem, wo ihr das jetzt angeln möchtet, könnt ihr es halt dann auch anbieten. Ich biete jetzt zum Beispiel im Fließgewässer so an, dass die Öse ja, Richtung Haken steht. Dann ist die Pose ein bisschen offen, aber bedeckt mir das ganze Hakenpaket. Ich brauche keine U-Pose mehr, es ist alles fix und fertig. Hier kommen Köder ran, hier kommen auch nochmal Köder ran und dann habe ich halt ein großes, voluminöses Paket. Das ist jetzt eine ganz normale Flussmontage. Eine andere ganz wichtige Möglichkeit, und das ist eigentlich auch der große Trumpf von unserem Medusa Rig, wir können es natürlich auch im Stillgewässer anbieten. Ist jetzt egal, ob mit Geflecht oder mit Mono, aber prinzipiell können wir es so binden wie bei den Karpfenanglern als Boilie quasi am Haar. Können wir jetzt mit einem Drilling fischen, könnten wir ja auch mit zwei Einzelhaken fischen. Und wir können es jetzt perfekt so anbieten, dass es auch ohne Strömung quasi vom Grund so oben aufsteht und der Wels zieht sich das einfach ein. Ja, also da braucht ihr keine Angst haben, das ist nicht groß, das Ding ist vielleicht 3 cm groß oder vom Durchmesser. Und das ist auch nicht größer als eine dicke Plötze oder ein kleiner Frosch oder irgendwie sowas in der Richtung. Insofern ist das kein Problem und ihr könnt das fischen, wie ihr Bock habt. Aber das ist das ganz Besondere jetzt am Haarsystem. Ihr könnt es auch sehr gut auswerfen vom Ufer zum Beispiel. Das ist natürlich eine geile Sache, die super für Stillgewässer ist, was mit anderen Montagen halt nicht geht. Und im Stillgewässer oder im Kanal mit Alternativködern ist immer so eine Geschichte, ihr werdet es kennen. Und deswegen kann ich euch das nur so empfehlen. Jetzt gehen wir mal rüber zu den etwas kleineren Systemen, die vor allem für den Fluss geeignet sind. Hier zum Beispiel eine noch einfachere Montage als die ich euch schon gezeigt habe am Anfang. Auch Doppelhakensystem, um das ganze Hakenpaket auszubalancieren, bauen wir die Pose dazwischen. Funktioniert super. Wir könnten jetzt hier natürlich auch ohne Medusa Rig fischen. Geht natürlich auch. Aber hier haben wir nochmal die Möglichkeit, einfach noch mehr Köder anzubieten und vor allem auch teilweise sensiblere Köder, zum Beispiel Dendrobena, fische ich sehr gerne. Und die passen dann einfach nicht auf so einen großen, dicken Haken. Deswegen nehme ich das gerne auch mal so. Ganz einfach alles am Haar, also nicht am Haar, sondern am Mono. Gebunden, kleines Stückchen Verbindungsschlauch, 15 Gramm Medusa Rig, das war's. Das ist hier der Unischlauch Medium mit den Minhooks, die ich sehr gern fische. 1-0er Material, ganz einfach. Das funktioniert auch. Und dann meine persönliche Lieblingsmontage, die ich sehr gerne fische, das ist für Fluss. Sieht ein bisschen viel aus, hat aber sich absolut bewährt. Prinzipiell bin ich früher mal hingegangen und habe unsere 5 Gramm U-Posen zwischen die Einzelhaken gesetzt. Das war einfach nur die Bewandtnis, dass das Hakenpaket ausbalanciert sein soll. Und jetzt nutze ich dieses Wissen zum einen, um das natürlich weiterzumachen und zum anderen,
kann ich jetzt noch mehr Köder raufbringen. Das heißt, hier an die großen Haken, an die Einzelhaken, würde ich jetzt Calamari-Tauwurm zum Beispiel fischen. Und hier in der Mitte kann ich nochmal alles voll klatschen mit Dendros. Das mache ich super gerne. Wie gesagt, Dendros halte ich für absolut fängig, gerade weil die so stinken und weil die sich so schön bewegen. So funktioniert das. Hier habe ich das einfach als Haar eingehangen in meinen ersten Haken, also quasi ein Kombi-Rig. Ganz normales Vorfach. Vor dem ganzen Rig eigentlich, also dem eigentlichen Rig, schalte ich noch eine kleine Tornado-U-Pose von uns, 15 Gramm. Und das macht es dann halt wirklich richtig interessant. Ihr müsst halt bedenken, es ist ein Alternativköder und die müssen einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist einfach für mich persönlich das perfekte System. Das fische ich eigentlich am liebsten im Fluss, wenn ich mit Calamaris oder mit Tauwürmern fische. Kann ich euch empfehlen, super Sache. Und jetzt können wir eigentlich auch mal alles vom Tisch räumen und dann zeige ich euch einfach mal, wie man das baut, weil ich immer wieder da Fragen kriege. Lasst uns einfach anfangen. Also ich habe hier schon so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wollen wir ja das Kombi-Rig fischen, Easy Mono 1.0er, Tightline in 1.0 und damit fangen wir auch direkt an. Dann nehmen wir uns einfach so eine Armlänge runter. Die Zange kann jetzt erstmal weg. Da haben wir das Stück Geflecht. Jetzt brauchen wir fürs Binden erstmal noch einen Haken logischerweise und einen Kunststoffstopper. Ich lege es erstmal beiseite und erkläre es später nochmal. Also ich nehme am liebsten, wie ihr mich kennt, einen Einzelhaken, am liebsten immer den 9.0er Minhook, was die Fischerei mit Alternativködern angeht, vor allem mit dem Wurm. Ist ein ganz super Haken, hat einen schönen großen Bogen, einen weiten Schenkel und der ist so schön verschränkt, absolut spitz. Also ist eine super Sache, gerade für Wurm. Ein Einzelhaken reicht mir persönlich aus. Ich bin der Meinung, die haken genauso gut wie ein Drilling oder sowas zum Beispiel und ist einfach viel weitgerechter, ne? Also wir kloppen dem Fisch nicht so ein riesen Loch irgendwo rein, also nutzt Einzelhaken, ist eine super Sache. Wie funktioniert die ganze Geschichte? Prinzipiell nehmen wir uns jetzt einfach mal ein Stück vom Geflecht und machen erstmal eine Schlaufe. Eine ganz normale Schlaufe, könnt ihr ruhig ein bisschen größer lassen. Immer darauf achten, dass die das schön nebeneinander legen. Was ich gerne mache, ist die Schlaufe doppelt nehmen und es wird sich auch gleich zeigen, warum. Einfach nur festziehen, damit wir uns die Finger schonen, können wir auch nochmal den Knotenzieher dafür nutzen. So, das überstehende Ende, jetzt brauche ich die Zange wieder, das überstehende Ende einfach mal abschneiden. So, und jetzt haben wir prinzipiell schon das Haar gebaut. Jetzt nehmen wir uns das Medusa Rig, ich nehme jetzt das Classic Rig. Ganz toll an der Geschichte ist, dass wir wie gesagt die Seele verschieben können mit etwas Aufwand. Jetzt fummeln wir einfach das Haar aufs Medusa Rig. Ich nehme dafür die Ködernadel. Das macht es mir ein bisschen einfacher und ziehe das ganze Vorfach dann durch. So, und jetzt merkt man auch, warum habe ich einen doppelten, so eine doppelte Schlaufe gemacht oder einen doppelten Knoten? Weil das von sich aus schon so ein bisschen klemmt in der Seele. Ja, und das macht absolut Sinn. Jetzt lege ich den Stopper einfach nur ein, ziehe runter und das reicht. Und jetzt seht ihr, warum die Seele verschiebbar ist. Wenn ich jetzt dran ziehe, dann kann ich das schön sauber hier aufliegen lassen und das hält dann. Super. Jetzt nehmen wir uns den Einzelhaken. Einfache Geschichte. Und machen eigentlich nur einen No-Knot drumherum, den ihr bereits kennt. Ich werde oft gefragt, was für einen Abstand vom Haar soll ich zum Haken wählen. So, und dann nimmst du am besten einfach den Abstand, der dir gewährleistet, dass die ganze Montage, also hier auch der Schlauch und das Medusa-Rig, selber am Hakenschenkel vorbeiführen. Also egal wie der Fisch kommt, der kann sich immer frei haken. Hier sieht es gut aus bereits und jetzt binden wir einfach den No-Knot. Ziehen wir einfach mal fest und das war's. Ja? Zieht sich immer so ein bisschen noch zurück und dann habt ihr eigentlich den perfekten Abstand. Das ist der erste Teil vom Kombi-Rig. Kommen wir zum zweiten Teil vom Rig. Jetzt brauchen wir einfach nur ein bisschen Mono. Nehme ich mir erstmal was runter. Das sollte schon reichen. Jetzt müsst ihr den No-Knot einfach nur binden, wie ihr den bereits kennt. Also den Mono oder das Mono um den Einzelhaken. So,
So, gehen wir von oben wieder raus. Und dafür ist natürlich wichtig, gerade für so eine Montage, dass ihr Haken habt mit großen Öhren, damit wir da auch genug Fleisch haben und Platz haben, um einfach die Menge an Schnur da durchzubekommen. Nehme ich wieder den Knotenzieher, ziehe alles stramm und habe das System erstmal fast schon fertig. Dann gehe ich hin, kürze die hier recht kurz ein, Geflecht ist ab. Was ich beim Mono gerne mache, ein bisschen stehen lassen. Dann nehmen wir uns nochmal ein Feuer, knicken das so ein bisschen ab und verschmoren das Ende so ein bisschen. Dass wir einfach nur so einen, ich sag mal, so einen kleinen Widerhaken haben, falls sie durchrutschen sollte, was nicht passiert, aber es ist einfach eine Sicherheit. So können wir es fischen und das ist jetzt erstmal die Montage. So schaut die Montage aus. Und weil wir schon dabei sind, zeige ich euch das einmal. Und zwar machen wir jetzt nochmal das Auge, das ganz wichtige Auge, um eine dicke Monoschnur auch richtig zu verknoten am Ende. Wie fangen wir an? Wir nehmen uns ein Stück vom Slimschlauch, den nehmen wir später als Knotenschutz. Und jetzt wird das Ganze erstmal aufgefädelt. Jetzt brauchen wir noch einen Wirbel oder je nachdem, was ihr gerne benutzt. Den fädeln wir jetzt natürlich auch auf. Im Stillwasser ist es jetzt eigentlich völlig egal, in welche Richtung ihr den aufbaut. Ob ihr den jetzt mit der drehenden Seite aufzieht oder mit der abstehenden Seite. Prinzipiell im Fluss wird der immer so montiert, dass die offene Seite weg von der Strömung steht, damit sich kein Sediment da reinsetzen kann. Deswegen haben wir auch Wirbel, die auf einer Seite geschlossen sind. Im Stillwasser ist es wie gesagt erstmal egal. Wenn wir den Wirbel jetzt schon montiert haben, dann zeige ich dir ganz genau, wie du jetzt den Big Game Knoten, quasi das Auge, bindest. Und da legst du einfach die Schnur einmal rein, dann kommt sie nochmal durch. Also mal schauen, dass sie auch nebeneinander stehen. Durch das entstandene Loop nochmal zweimal durch. Und dann bildet sich hier auch schon das Auge. Wenn wir das jetzt festziehen, beziehungsweise langsam zu uns ziehen, dann entsteht dieses Auge. Wenn ihr das seht, dann ist es genau das, was ihr braucht. Und deswegen nennt sich dieser Knoten auch das Auge. Um das jetzt abzuschließen, machen wir nochmal einen Achter, einen ganz einfachen Achter. Um euch selber zu korrigieren oder zu sehen, ob ihr richtig liegt, seht ihr hier sowas wie eine Brezel. Ja? Und wenn ihr diese Brezel seht oder die 8, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also jetzt nehme ich den Knotenzieher, ziehe das alles stramm. Und sehe hier, das Auge steht noch ideal, der Knoten ist perfekt. Und jetzt der Grund, warum ich das Stück Gummi aufgezogen habe, ist, damit ich den Knoten auch nochmal schützen kann. Ja, dann gehe ich hier durch mit dem offenen Ende. So, und jetzt kann ich das auf meinen Knoten schieben. So kann sich auch kein Dreck da rein verfangen. Macht sich ganz gut. Und jetzt haben wir das Rig komplett fertig und vor allem auch das Auge. Jetzt habe ich dir die Stillwassermontage bereits gezeigt und jetzt gehen wir rüber zu meiner persönlichen Lieblingsmontage für den Fluss. Dafür brauchen wir nicht viel, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also nehmen wir wieder ein bisschen Geflecht. Ich nehme jetzt einfach mal wieder das 1.0er von Tightline. Dann nehmen wir uns hier auch genug runter und kürzen das natürlich wieder ein. So, wie fangen wir an? Ganz einfach, prinzipiell mit dem ersten Haken. Und da nehme ich jetzt auch die Minhooks, wie wir sie zuvor hatten. Ich habe ja schon erklärt, warum. Und weil ich die Montage auch fischen werde, baue ich mir das gleich so auf, wie es mir lieb ist. Also ganz einfach, wie ihr das bereits kennt, No Knot entgegengesetzt oder erste Windung entgegengesetzt des offenen Teils einer Öse. Von hinten wieder durch und dann festziehen.
Das ist der erste Part. Jetzt möchte ich das Medusa-Rig zwischen den beiden Einzelhaken montieren. Also muss ich das jetzt einfach auffädeln. Und weil sich das für mich persönlich am einfachsten macht, nehme ich einfach unsere Gummistopper XXL und ziehe die jetzt erstmal rauf. Nicht zu weit entfernt von den Haken. Wir wollen hier ein kompaktes Bündel basteln. Dann fädeln wir das einfach auf. Jetzt mit den Ösen nach hinten. So schieben wir das ein bisschen ran, wie gesagt, dass der Haken auch sich frei eindrehen kann und genug Platz hat. Dann kommt auch schon der zweite Stopper ran. Jetzt sehen wir es ganz gut. Ich drücke den nicht bis zum Ende, dass sich die Pose noch ein bisschen frei drehen kann. Das wird auch passieren unter Wasser. Würden wir die jetzt festmachen, dann ist sie halt fest und überträgt vor allem den Drall auf die Vorfachschnur. Und das wollen wir nicht. Deswegen ein bisschen Platz lassen. Falls sie sich dreht, kein Problem. Und das ist eigentlich schon der erste Teil, beziehungsweise das Wichtige oder das Wichtigste an allem. Jetzt müssen wir nur noch eine große Schlaufe legen und die möglichst eng am Haken. So, was wir vielleicht auch noch machen, was sich jetzt gerade anbietet, dass wir uns erstmal noch mal ein Stückchen Gummi aufziehen. Und zwar den Unischlauch Slim, um den späteren Knoten, den wir da bilden, einfach mal schön abzudecken. Ist nicht unbedingt notwendig, aber macht absolut Sinn. Also eine schön große Öse, einen einfachen Schlaufenknoten legen, nochmal umdrehen, machen wir einen Achter draus, weil der hält hundertprozentig. Achtet drauf, dass die Schlaufe groß genug ist. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und jetzt natürlich einmal ordentlich festziehen. Das machen wir wieder mit dem Knotenhelfer. So, vielleicht auch einmal hier. Und jetzt ist das System auf jeden Fall safe. Schneiden wir den Rest ab. Beziehungsweise Flammen, Entschuldigung. Sieht dann so aus. Jetzt habe ich mir das Stückchen Gummi schon vorbereitet. Was passiert damit? Nehme ich wieder unsere Nadel und ziehe das Stückchen Gummi einfach nur auf. Ganz einfach. Bisschen drehen. Einfach nur, um den Knoten hier ein bisschen zu schützen. Und sieht natürlich auch schöner aus. Das ist der Part, der erstmal wichtig ist. Der bildet den ersten Teil des Kombi-Rigs. Warum Kombi-Rig? Ganz kurz, natürlich, weil das meiste starr ist und sich nicht vertüdeln kann und der Part am Köder selber sich natürlich super geil in der Strömung bewegen kann. Ja, ganz frei. Und das ist uns wichtig. Jetzt habe ich den zweiten Teil schon fertig gebaut, um das einfach zu verschnellern. Wir haben hier ein Vorfach von ungefähr 2,20 Meter. Ich fische ganz gerne lange Vorfächer. Das Auge mit einem Wirbel, hier wieder mit dem Unischlauch, wie ihr das kennt oder wie ich das dir schon gezeigt habe in der letzten Präsentation. Hier nutze ich gerne die Tornado-Posen. Ganz wichtig, auch hier nicht festklemmen, weil was würde passieren, wenn die sich jetzt drehen will und sie wird sich drehen wegen der Strömung, dann würde der Drall auf das Vorfach, man sieht es hier ganz gut, das fängt sich hier alles an zu drehen, und weil hier der Stein wäre, würde sich das alles verdrallen und ihr würdet auf kurz oder lang nichts fangen können und vielleicht sogar das Vorfach verlieren. Also ein bisschen Platz lassen, damit die sich dreht, einwandfrei drehen kann, auch noch zwei Glasperlen aufziehen, genug Abstand einbauen und dann ist gut. So mache ich das. Hier nochmal ein 9-0er Minhook, gesichert mit einem Stück Schlauch. Ganz einfache Geschichte. Den ziehe ich jetzt runter, damit wir unser Medusa-Rig einhängen können. Ja, prinzipiell hänge ich das jetzt nur in das Öhr des Einzelhakens. Dafür braucht ihr, wie gesagt, auch Haken mit großen Öhren. Und da nehme ich mir wieder die Ködernadel zur Hilfe. Das macht sich für mich persönlich einfach einfacher. Führe die von hinten durch und ziehe das gesamte Medusa-Rig einfach durch bis zum Ende und schlaufe es ein. Drüberlegen, lieber ein bisschen langsamer als zu schnell, damit sich hier auch alles perfekt legen kann.
So, und das ist das System im Endeffekt. Ah, jetzt können wir das noch ein bisschen zurechtdrücken. So sieht das System aus. Und jetzt können wir das Stückchen Gummi noch mal drüber ziehen. Wie gesagt, ein bisschen Spucke würde da sicherlich nicht schlecht tun oder sich nicht schlecht machen. Aber das kriegen wir jetzt auch ohnehin. Das Öhr sollte frei stehen bleiben. Alles ist fixiert und das Rig ist jetzt prinzipiell fertig. Es kann sich hier alles frei drehen. Hier ist der starre Teil, der Köderteil ist schön flexibel. Und das wäre meine persönliche Lieblingsmontage für den Fluss. Jetzt geht es ums Beködern. Jetzt zeige ich dir einfach, wie ich jetzt persönlich meine Montage fertigen würde. Ganz einfach, auf dem ersten Haken nehme ich jetzt Tauwürmer, weil die ja auch recht lang sind. Hinten nehme ich meine Kalamari. Und in der Mitte meine Geheimwaffe, meine Stinkebomben, recht mittelgroße bis große Dendrobener. Ich will jetzt einfach anfangen mit Tauwürmern. Ja, und jetzt fangen wir eigentlich an. Ich persönlich hake die am liebsten am Kopfbereich, beziehungsweise hier habt ihr immer so einen dicken Ring. Und der Ring ist ein bisschen zäher, sonst sind die recht weich. Und da können wir die eigentlich wunderbar aufhaken. Das soll erstmal ausreichen. Weniger ist manchmal mehr. Vor allem jetzt im Sommer müssen es gar nicht so viele Köder sein. Ja? Jetzt komme ich zu den Kalamari. Wie gesagt, ich schneide mir da hier so eine Streifen raus und die ziehe ich mir dann einfach natürlich auch auf den Haken. Nicht zu viele, das reicht jetzt schon. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 5, 6 Streifen haben wir drauf. Das reicht prinzipiell. Die Würmer strecken sich später auch noch. Und jetzt belegen wir nochmal zusätzlich das Medusa. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil. So, nehmen wir uns zum Beispiel mal die Dendros. Man wird es auch gleich merken, die sind jetzt zwar noch ein bisschen kühl, aber die haben teilweise deutlich mehr Bewegung. Die halten auch viel länger unter Wasser. Und die sondern halt so ein Sekret ab, was echt besonders ist. Was in meinen Augen auch sowas wie ein natürlicher Lockstoff ist. Jetzt kommen wir zu den Clips. Ah, die Clips sind immer dabei, mitgeliefert. Und dann funktioniert es eigentlich ganz einfach. Dann nehmt ihr euch einen Dendro, müsst mal gucken, der hat auch solche Ringe. Und dann stecht ihr den einfach durch die Ringe. Ja? Dann nehmen wir uns pro Haken, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da habe, 2 bis 3 Stück kann man nehmen. Dann werden die ans Medusa angeklippt, einmal so ein bisschen verbogen und dann hält das auch super. So, dann gehen wir auch weiter. Und jetzt muss man es natürlich einmal ins Wasser hängen und einfach mal ein bisschen lockern lassen. Das funktioniert dann einfach durch die Strömung. Aber so prinzipiell ist das Rig jetzt fertig. Wir haben echt ein richtig geiles Bündel, 2 freie Haken, die super haken können. Haben alle Möglichkeiten eigentlich ausgeschöpft. Kleiner Zusatz noch, bietet sich immer an, solche kleinen Schleudergummis zu nehmen, von Fahrradventilen oder Reifen und einfach mal über die Haken zu ziehen, damit die sich nicht lösen. Gerade beim Wurf eine interessante Geschichte und versucht es einfach mal.